Navigation über Links auf interne ID. Der HTML-Part ist überschaubar. Für die Navigation ist TagNav semantisch sinnvoll. Mit Tag A können Links gesetzt werden, in Klammern Anker-Tag. Attribut href bekommt als Referenz die ID. Nun wird der sichtbare Inhalt des Links angegeben. Das gleiche für den Winter. Schaut noch nicht toll aus, aber funktioniert. Ab jetzt wird im CSS die Gestaltung angepasst. Nav bekommt eine zu 92% sichtbare hellgraue Hintergrundfarbe. Bei der Breite muss aufgrund der späteren Padding-Werte gerechnet werden. Oben 20 Pixel, rechts 20 Pixel, unten 25 Pixel und links 45 Pixel. 20 plus 45 plus 575 ergibt gleich 640 Pixel für Breite der Sektion. Die Navigation soll immer sichtbar sein. Mit Position fixed kann dies erreicht werden. Bei absoluter oder fixer Positionierung kann mit Top, Left, Right oder Bottom die Fläche verschoben werden. Fügt sich die Navigation nahtlos an die obere Kante an. Die Navigation bekommt einen Schlagschatten mit 0 X-Versatz, 10 Pixel Y-Versatz, 10 Pixel Weichzeichner und 5 Pixel Identität. Die Farbe des Schatten ist schwarz, jedoch nur 20% deckend. Die Padding-Werte der Artikel müssen ein wenig angepasst werden. Der Abstand der beiden Links kann gut über Padding abgestimmt werden. Jetzt ein schönes Beispiel für eine fehlerhafte Korrektur des Editors. Da soll A und nicht Artikel stehen. Padding wie die Uhr, oben 12 Uhr, rechts 3 Uhr, unten 6 Uhr und links 9 Uhr. Artikel in A umgewandelt und schon wird es funktionieren. Die Links sollen nicht unterstrichen sein. Um Links zu gestalten, bedarf es so einiger Pseudoklassen. A-Doppelpunkt-Link ist die Optik des umgeklickten Links. A-Doppelpunkt-Visited ist die Optik des geklickten Links. Beide sollen die Zeichenfarbe schwarz bekommen. A-Doppelpunkt-Hover ist der Zustand, wenn die Maus über den Link ist. Da
Dann soll die Zeichenfarbe dunkelgrau und die Hintergrundfarbe hellgrau werden. A:Active ist ein Zustand beim Klicken des Links. A:Active soll die Farbe weiß haben. Funktioniert. Jetzt noch den Quellcode etwas aufräumen. Die Übergänge erfolgen so schlagartig. Dies kann mit Transition angepasst werden. A bekommt so auf alle Pseudoklassen einen weichen Übergang von 0,3 Sekunden. Weiter geht es mit der Pseudoklasse Doppelpunkt Target. Auf Wiedersehen bei CodeTube.